Feurio zusammen, herzlich willkommen zu Feurio. Feurio, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schild und Schwert. Zaubertauschkampf. Mit, ratet mit wem? Mit Balui natürlich. Mirio. So, auf geht's in Zaubertausch, los. Ich hoffe ja, dass die Leute mittlerweile wirklich wissen, um was es geht in unserem Format. Ich meine, wir spielen es ja schon ewig. Wir haben es ja auch erfunden eigentlich. Das stimmt. Das ist eine wahre Geschichte. Wir haben das zuerst gemacht. Ja. Früher als alle anderen. Aber damals hieß es noch Wunderkampf und bei den XY. Genau. Aber wir haben eigentlich damit angefangen. Also ja. Ich hoffe, dass es keinen gab, der das noch vor uns gemacht hat. Aber ich meine, nichts gesehen zu haben, sondern erst später haben das alles geklaut. Es gab Abwandlungen davon. Geklaut. Ja. Wir sollten ein Merch drucken mit Wir waren zuerst da. Wir waren zuerst da. Zaubertausch haben wir erfunden, schreiben wir auf dem Merch drauf. Oder so. Ah. Tausch abgeschlossen. Wuhu. Gib mir was Gutes. Kriegst du ein Grammoklass dafür. Das ist krass. Ja. Oh ja. Nee. 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 Hast du ein Grammoklass zurückgekriegt? Hast du Katze gekriegt? Nee, ich hast du was Gutes gekriegt? Nein! Was denn jetzt? Ich werde es dir sagen, wenn wir da gegeneinander kämpfen. Es ist zum Kotzen. Es ist auch lustig, aber zum Kotzen. Carpador. Ich sag's. Oh, es fängt schon scheiße an. Da kann nur scheiße weitergehen. Nicht gut, nicht gut. Das ist nicht fair. Das ist einfach nicht fair. Einfach nein. Einfach ja. Einfach nein. Tausch fertig. Nächster. Dauert ganz schön lang gerade bei mir. Ja, ne, auf einmal ist wieder verzögert. So. Ne, die guten Pokémon sind alle raus, also muss jetzt irgendein Scheißere. Oh, hab ich schon noch gesagt. Ich würde gerne gute Pokémon haben, weil ich gerne einen schönen Kampf gegen Miri kämpfen würde. Heute geht aber ab. Sie verarschen? Warum ist das nicht meine Folge? Traurig. Willst du mich verarschen? Heute geht aber ab. Nein, das ist auch nicht gut, wenn du das sagst. Wolltest du schon hau? Gefällt mir nicht deine Aussage. Ho, ist doof. Du wolltest hopp sagen. Hopp. Komm, gib mir jetzt ein legendäres. Ich hätte jetzt gerne mal ein legendäres. Dafür gibt's auch Grookey. Ich habe erst zwei getauscht. Ich habe schon drei. Okay. So, Nummer drei. Ich krieg für das Koltra wieder ein Koltra zurück. Mann. Louis, das tut mir so leid. Miri? Vielleicht kämpfe ich einfach nur mit drei Pokémon. Miri? Ich finde das gar nicht so lustig. Doch schon. Nein? Nicht lustig. Nein, gar nicht lustig. Gar nicht lustig. So, nächstes Pokémon. Das bei mir nur nicht. Hallo? Irgendwie gefällt mir das hier nicht. Was soll denn der Scheiß? Kann man doch wenigstens endlich mal. Ja, was soll denn das schon wieder? Hatte ich schon letztes Mal. Ich habe immer noch keinen Zauberpartner gefunden. Komm jetzt schon, Spiel, komm. So schön hier, aber Musik genieße ich auch. Trotzdem hätte ich gerne meinen Tausch.
Kommt da gerade wirklich nichts? Hat's das schon mal so? Dauert manchmal ewig, aber... Jetzt. Jawohl. Bei mir auch. Ja, aber bei mir schon das fünfte. Ja, gut. Ui. Nein! Hast du mir dein Dulli-Team getauscht, oder was? Ich glaube, du kannst gut schauspielern. Miri, wir machen den Kampf nicht. Ich weiß, wie mein Team aussieht. In welcher Stadt bist du gerade, Miri? Es kommt nicht auf die Stadt. Bestimmt! Wo stehst du gerade? Im Pokécenter in dieser Pflanzenarena-Stadt. Mein erstes brauchbares Pokémon. Wow! Aber ich habe ein Carbador. Es entwickelt sich. Lol. Lol, es entwickelt du, sich. Siehst du, jetzt hast du auch krasse Pokémon. Eins. Cool. Eine witzige Geschichte. Ach, wenn es nur irgendwas könnte. Dankeschön dafür. Okay, ich muss also in das Pokémon Center in der Pflanzenarena statt. Okay, weiß ich Bescheid. Ja, das ist krass. Ja. Vielleicht ist generell in den Pokécentern besser als draußen. Ich tausche immer, also zu einem großen Teil, ein Pokémon Center. Achso, na gut. Das klingt alles nicht so gut, wenn ich mich dafür höre. Jetzt fehlt bei mir noch der letzte Tausch und ich krieg einfach nichts. Ja, ich warte auch noch auf den letzten. Das ist traurig irgendwie. Mein letzter ist fertig. Ah. Tschüss. Komisch, dass es jetzt bei mir so lang dauert und bei dir nicht. Zum Mäusemelken. Ich freue mich nicht auf den Kampf. Überhaupt nicht. Keine Ahnung, wie das enden soll hier. Warum kommt denn jetzt bei mir der letzte Tausch nicht durch? Ja, dauert halt. Wenn ich die Pokémon mal bekommen hätte, wenn wir mit den anderen beiden zusammen das aufnehmen. So macht das gar keinen richtigen Spaß. Was, mich ausnehmen macht keinen Spaß? Ja, das andere wäre viel gerechter gewesen. Ja. Mann. Soll ich gleich aufgeben und nur ein Pokémon mitnehmen, oder was? Nein. Also ich habe auch zwei schlechte dabei. Ah! Also eins ist nur schlecht, das andere ist okay. Ach, zwei schlechte. Ja, da muss ich ja noch aufpassen, ne? Jetzt muss ich mich entscheiden, mit wem ich mich anfange. Vielleicht fange ich einfach... Fiese Geschichte. Boah, das ist schwierig, mit wem ich mich jetzt an... Ob ich mit einem Dulli anfangen soll... Das ist eh das Geilste. Du darfst nicht auf den Bildschirm gucken, ne? Bist du bereit? Nein, ich bin bereit. Okay. Ja, nicht hingucken, das soll eine Überraschung werden. Die Zuschauer freuen sich jetzt, die das bei dir sehen, weil die können das ja schon sehen. Fies. Jetzt? Ja. Was kommt jetzt? Come on! Hä, was? Raupi! Bubsi! Was hast du denn da für ein Bubsi. Ding? Was zur Hölle ist das? Ich sagte, es tut mir leid. Dragonlord.
Pupsi hat überlebt. Mit 2 KP. Wie hat Pupsi denn das überlebt? Das ist äußerst beeindruckend. Vor allem, wir spielen jetzt ein bisschen competitive. So, warte. Wir gucken jetzt mal, was ein Raupi tut. Oha. Aha. Jetzt weiß ich Bescheid. Jetzt kenne ich die richtige Taktik. Fiese Geschichte. Guck mal, du bist schneller. Ach nee, das liegt an der Attacke, die ich eingesetzt habe. Das gefällt mir so nicht irgendwie, Miri. Das würde wahrscheinlich schon reichen, um dich zu besiegen. Mhm. Ralz! Hier ist aber Ralz! Warte. Lass es leben, es kann ja nichts dafür. Tut auch gar nichts. Was zur Hölle? Was hast du da jetzt? Kennst du schon? Baloui! Oha, das macht auch noch richtig Schaden. Oh Mann, aber nicht viel. Gute Nacht. Das ist einfach nicht nett. Oh. Nee! Ach so! Oh, das arme kleine Ding. Ich habe das Gefühl, das war etwas übertrieben, Miri. Warum? Ach. Hä, warum? Ach, weiß ich auch nicht. Hä, warum? Ach, was? Doppel! Ja! Doppel, ich gebe dir Grund zum Weinen. Attacke! Klaps! Oha! Dann war ich fertig, ja? Wart's mal ab. Ja, ich glaube auch. Na, ich hole seine Spezialangriff. Was kommt jetzt? Dann hätten wir noch dies hier. Ah, ja, okay. Hab ich auch, klar. Mhm. Ja, Leute. Es ist halt immer noch nicht das Geilste. Hä? Das erste war doch schon das Geilste. Es sieht so aus, als hätte ich mir dieses Team einfach zusammengestellt. Es sieht halt wirklich so aus und deswegen ist es so traurig. Könnte es ein Competitive-Team sein oder was? Es ist so traurig, dass ich das nicht aufgenommen habe. Aber diese ganzen japanischen Namen sprechen ja schon für sich. Klar, hast du einfach umbenannt. Ach, stimmt. Klar. Haha! Kann man das umschalten auf diese. Oh, Emoli! Was hast du denn noch als letztes? Oh, er schaudere! Oha! Er schaudere! Ich habe das Gefühl, ich habe keine Chance, aber ich kann mich auch täuschen. Okay. Ist klar, aber auch noch ein Glurak. Ist okay, Mimi. Zwei, das wäre so gut. Da hätte sie ja noch entscheiden so müssen, gut. Ey. Nee, ich hätte die 3, die du jetzt gesehen hast, hätte ich mitgenommen. Au. Was hätte ich mitgenommen? Relaxo, den Drachen und Glurak, glaube ich. Ja, man kann ja auch mal noch kritten, ne? Das ist halt einfach nicht so nett von dir, weißt du? Das ist nicht nett. A dream. Oh, ist das fies. Oh, wir sind in der pinken Arena, ist mir jetzt das aufgefallen. In der Drachenarena, gut, dass ich Drachen dabei habe. Du bist ein Monster. Ein Glurak. Nein, du bist ein Monster. Es schläft, es ist ein müdes Glurak. Was tue ich nur, mein bestes Pokémon schläft? Jetzt kommt mein bestes. Oh, guck mal, das ist doch voll gut. Ja, aber das ist das Einzige. Danke. Oh Mann. Wie kannst du denn so viel so krasse Pokémon ziehen? Oder hast du doch sogar noch eins mehr? Nee. Dafür habe ich als Ausgleich das hier. Ah, gute Geschichte. Das ist mein Ausgleich zu den anderen. Oha, das ist gewonnen. Weißt du, wie kacke das ist? Armes Carpador an dieser Stelle. Yes, nicht zu null verloren. Ja. Natürlich, das wäre auch fies 6 zu 0.
Ah, ist das schlecht. Okay. Okay, ouch. Die Animation. Aber ich hab halt nichts gegen dich. Das ist ein bisschen das Problem, weißt du? Jetzt wird ja alles kein Schaden. Warum macht das denn alles so wenig Schaden? Tschüss. Bleib. Oha, das hat wirklich gut Schaden gemacht. Autsch. Deins nicht. Warte, doch wohl. Hau ab jetzt hier. Ein Relaxo, ich glaube, es hackt. Was hast du gegen Relaxo? Und Kanimani da. Kanimani? Das Ding, oh. Stirb einfach an dem Hammerarm selber. Das ist nicht Wen fair. Wen möchtest du denn nochmal sehen? Gar niemanden. Dich vor allen Dingen gar nicht mehr. Ich hatte noch diese Geistlaterne, die zweite Entwicklung davon. Oh, ja. Die hat auch noch eine zweite Entwicklung. Ja, okay. Ja. Ich hätte das noch. Mit dem Zettel hinten am Arsch. Aha. Aber du hast mir schon gut zugesetzt. Mein Glurak schläft. Ja, da muss man auch schon überlegen. Fiese Geschichte, warum hast du nichts gemacht? Habe dich gehauen. Oha. So dumm. Oh. Kennt ihr schon. Schutzschild. Schutzschild. Was ist das für ein Hühnchen? Das ist ein Drache. Das ist der Drache aus Sonne und Mond, was du nie fertig gespielt hast, weil das Spiel zu kacke war. Ah. Ach, Entschuldigung, Sonne und Mond an dieser Stelle. Es kann halt noch Silberblick. Das kann ich übrigens auch. Ich glaube, das haben die einfach gefangen in der Naturzone. Ich glaube, da gibt es die zu fangen. Gegenstoß, mach doppelt Schaden jetzt. Pass auf. Uiuiui. Uiuiui. Ui, ui. Kann ich aufgeben. Aber es ist doch. Es ist schon was. Ich habe gesagt, es tut mir leid. Weißt du, ich habe es gesagt, es ist mir leid. Der Rache des Nomnoms hat wieder zugeschlagen. Ja, stimmt. Ach, natürlich, weil du das Nomnom besiegt hast. Das geschieht dir recht. Ja, Leute. Oh, also, das war jetzt schon hart krass. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, guckt gerne bei Miri vorbei. Da gibt es auch eine Folge oder da gibt es auch wieder eine Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und bleibt schon feurig. Tschüss.